Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Christian Schmeier, Fachtherapeut, Diplompsychologe, heute mit der wunderbaren Esther Brockfeld. Hallo. Hi. Ja, schön, dass du da bist, freut mich. Sie hat ein ganz tolles neues Buch geschrieben. Ich habe da lange drauf gewartet, dass da mal jemand drüber schreibt, über Vogue sein. Der Untertitel ist, sag mal gerade selber, wie der Untertitel ist. Das Buch heißt Vogue, Psychologie eines Kulturkampfs. Ja, genau. Willst du mal kurz was über dich erzählen, was du eigentlich so machst, so ansonsten? Genau, ja, ich bin auch Psychologin. Und ich arbeite als Gerichtsgutachterin vorwiegend und schreibe nebenbei ab und zu mal das ein oder andere Buch. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie um Themen geht, die mich beschäftigen, so war es halt auch bei der Wokeness. Ja, wie bist du denn auf das Thema gekommen jetzt? Das ist ja so ein richtiger Kracher, finde ich. Also sehr polarisierend wahrscheinlich für manche. Ich meine, ich finde es super, aber genau, wie bist du auf das Thema gekommen? Gute Frage. Also schon seit einiger Zeit irgendwie beschäftigt mich das, beziehungsweise habe ich irgendwann mal gemerkt, so im Bereich psychische Gesundheit, da ist ja auch ganz viel auf Instagram los, dass ich da so ein paar Sachen irgendwie irritierend fand. Also zum Beispiel die Ausweitung von dem Traumabegriff und dass psychische Krankheiten so zum Identitätsmerkmal werden. Und dann kam das Thema irgendwann mit der ganzen Geschlechterdebatte auf und fand ich auch merkwürdig. Und dann muss man ja erstmal sozusagen darauf kommen, dass all diesen Themen was Gemeinsames zugrunde liegt. So, das merkt man ja nicht automatisch irgendwie, wenn man noch nichts über Wokeness irgendwie weiß. Ja, und das kam dann irgendwie so, dass ich immer so mich das auch psychologisch getriggert hatte, wo ich dachte, okay, also was sind das eigentlich für Menschenbilder? Was stecken da so für Annahmen dahinter? Und das habe ich halt versucht, mal in dem Buch auch auf so einen gemeinsamen Nenner irgendwie zu bringen und halt verstärkt aus psychologischer Perspektive zu schauen, ist das eigentlich gesund? Das ist ja immer so unser Ansatz, ne? Also ist das problematisch? Was folgt daraus eigentlich so? Ja, wir werden gleich mal ein bisschen ins Detail gehen, werden auch heute fallen wie Narzissmus, Bipolar, Histrionie. Ich finde die ja sehr passend. Geht natürlich, sag ich mal gleich vorab, jetzt nicht um klinische Diagnosen, sondern du hast das ja mehr so an dem Riemannschen Begriffen da hochgezogen. Aber vorab mal die Frage, was ist denn eigentlich los? Man hat ja das Gefühl, dass so Partikularinteressen, sag ich mal, dass das irgendwie zum absoluten Hype, aber es geht um nichts anderes mehr, die wirklichen Probleme werden gar nicht mehr besprochen in unserer Gesellschaft. Wie kommt es, dass so Einzelthemen wie zum Beispiel, Vogue sein, Gender, Ideologien, Trans sein, also so berechtigt das im Einzelfall vielleicht auch ist, aber dass das so ein Massenthema geworden ist, dem so alles untergeordnet wird? Das ist eine gute Frage und darauf haben auch schon verschiedene Leute irgendwie versucht, eine Antwort zu finden. Das sind halt mehrere Faktoren. Also man muss halt wissen, dass diese Bewegung von den Unis aus den USA kommt, also aus einem akademischen Milieu. Und das hat sich irgendwann mit dem neuen Beruf des Aktivisten verbunden. Und diese Kombination hat es weitergetragen in Medien und das verleiht dem Ganzen auch so eine Kraft, so eine Macht. Deswegen sind wir oft damit konfrontiert, weil das ja medial auch immer wieder wiederholt wird, sozusagen. Und man hat teilweise den Eindruck, ja, wie kann das jetzt so weit kommen, dass diese Themen also ständig präsent sind? Manch einer sagt auch, ja, okay, uns geht's zu gut. Wir haben also scheinbar geht's uns zu gut, dass wir solche Kulturkämpfe irgendwie führen, ja. Also es ist schon ein bisschen bizarr zum Teil, finde ich. Also Ja, ich finde es auch völlig bizarr, aber ich vergleiche das immer so, weil ich so diverse Menschen kenne, die so an, das ist, kann man natürlich jetzt schlecht vergleichen, aber die so an Krankenhauskeimen gestorben sind, ne? Das sind ja irre viele. Und ich denke mal, warum macht man das nicht mal zum Thema, dass man neue Antibiotika braucht, aber es gibt immer nur dieses eine Thema, ne? Hauptsache, wir gendern richtig und jede Treppe wird in Regenbogenfarben angemalt und es ist wirklich verrückt, ne? Also, denke ich mir auch, es ist so ein Nebenkriegsschauplatz, dass wir das eigentlich nicht angehen wollen, aber es ist echt verrückt, ne? Absolut verrückt. Ja, also diese Woke-Bewegung hat, wie gesagt, über lange Zeit diesen Marsch durch die Institutionen einfach gemacht und erfolgreich und ist da jetzt sozusagen angesiedelt, halt auch in Deutschland. In den USA ist das halt noch extremer.
Und wir haben eine Regierung, muss man ja auch sagen, deren gemeinsamer Nenner Diversity ist. Also wir haben eine Ja. offizielle Diversity-Regierung. Das schwebt so als Stichwort irgendwie darüber. Und ich glaube, das ist auch das, wo man sich darauf einigen konnte in dieser Regierung und das halt hochhält. Das, Ja, ne, verstehe. die Regierung hat sich ja auch, das hat ja auch einen Einfluss, muss man ja sagen. Die Regierung hat sich ja so auch vorgestellt. Ne? Wir sind eine moderne Koalition. Und diese ganzen Faktoren führen halt auch dazu, dass ja, in Unternehmen haben wir das ja ganz stark, dass diese Vielfaltsbekenntnisse einfach pauschal so rausgehauen werden und als, ja, als Selbstdarstellungsmerkmal sozusagen. Und das ist wie so eine Art Welle, würde ich sagen. Und ja, es wird halt, wurde eben wenig kritisch hinterfragt oder wurde schon, aber man hat es halt schwer, wenn man es kritisch hinterfragt. Weil man muss immer damit rechnen, weil man ja das vermeintlich Gute sozusagen angreift, dass man, ja, dass man da irgendwie, man will ja nicht in die Ecke kommen, dass man irgendwie Diskriminierung toll fände oder irgendwie so, also das, deswegen, man muss differenziert halt da drauf schauen. Jetzt gibt es ja so Länder, die scheinen da noch weiter zu sein. Ich habe so einen Eindruck, Kanada zum Beispiel, da haben wir ja diesen, ja, ob man den jetzt gut findet oder nicht, weil es ein Jordan Peterson, der da ziemlich, sag ich mal, von Institutionen versucht wird auszustoppen. Dann heißt es, er soll irgendwie ein Mediatraining machen, also was wirklich absurd ist bei ihm. Oder wir haben diese neue, wie soll man das nennen, Kommission so gegen Hate Speech, wo man es gibt mit so irren Kompetenzen und drakonischen Strafen. Ist da eigentlich irgendwie die Demokratie schon so langsam so ein bisschen gefährdet vielleicht, oder die Meinungsfreiheit zumindest? Also ich bin immer nicht so der Freund davon. Wir leben ja generell in hysterischen Zeiten, also finde ich. Die Demokratie ist immer kurz vorm Untergehen. Also ich will das auch nicht verharmlosen. Auch Rechtsextremismus will ich gar nicht verharmlosen. Und es ist, glaube ich, nicht verkehrt, da wachsam zu sein, aber man kann ja auch überwachsam sein. Und ich bin da generell nicht so ein Freund davon, diese Panik zu verbreiten. Aber ich zum Beispiel hätte jetzt kein Buch über Wokeness geschrieben, wenn ich das als Nebenthema empfinden würde und nicht als ein Thema, das alle Menschen betreffen wird. Weil, wie du jetzt gerade andeutest, wenn das Einzug in Gesetze nimmt, und da geht es nicht nur um dieses Selbstbestimmungsgesetz, also um das Gesetz, ob jeder sein Geschlecht quasi einfach per Sprechakt ändern kann, sondern da geht es eben zentral um den Punkt der Meinungsfreiheit letztlich, weil diese Diskriminierungsbegriffe sind immer weiter verwässert worden. Ja, also Rassismus wird als strukturell verstanden, das muss man wissen. Also das bedeutet, man geht davon aus, dass es strukturell in der Gesellschaft verankert ist, omnipräsent ist und nicht sozusagen, es gibt noch Rassismus und es gibt Diskriminierung, die kann man messen, sondern es ist omnipräsent und alle Weißen haben es intus, jetzt mal so vereinfacht gesagt, das kann man auch. Und von diesem Mantra aus gesehen ist diese Diskriminierungsbekämpfung, führt halt zu einer Einengung von Meinungsfreiheit, Stichwort Demokratiefördergesetz und solche Dinge. Wir haben auch staatliche Meldestellen, wo man schon sozusagen vermeintlich diskriminierende Äußerungen unter der Strafbarkeitsgrenze melden kann. Und das wird dann halt gezählt und daraus werden dann wieder neue Statistiken gemacht und man wird dann sagen, ja, guck mal, wie schlimm es doch ist und das ist der Beleg dafür. Also ein Beispiel, wenn jemand sagt, es gibt zwei Geschlechter, dann gilt das schon als diskriminierend und als transfeindlich und als sexistisch. Ja, da gab es da so eine absurde Geschichte, dass Fußballfans da gegen den DFB protestieren wollten. Also es ging jetzt so um Einstieg von Konzernen und da ist ja eigentlich auch völlig verrückt. Da wurden halt Banner ins Stadion gehalten, es gibt nur zwei Geschlechter, und was dann dazu geführt hat, dass jeder Verein da so drakonische Strafen bekommen hat, wo man eigentlich denkt, ich denke mal so ein bisschen an 1984, weil, also natürlich gibt es Punkte zwischen diesen zwei Geschlechtern und man kann vom einen zum anderen und ist ja alles richtig, aber ich habe noch kein drittes Geschlecht gesehen. Also, dass solche Begriffe schon
diskriminierend sind, ist irgendwie, also ich finde es schon ein bisschen besorgniserregend, ne? So als wenn wir bald so ein Wahrheitsministerium kriegen, sag ich mal. Ne? Ist schon echt gruselig, ey. Ja. Ja, ich habe, du hast mal einen Tweet geteilt, oder ja, weiß gar nicht, wie man es heute sagt, also auf ehemals Twitter, jetzt X, von einer neuen Züricher Zeitung, Rassentrennung im Theater. Eine Londoner Bühne plant Blackout Nights, bei denen Weiße nicht willkommen sind. Ist doch eigentlich eine Umdrehung, ne, dessen, was wir früher hatten, ne? Also als wenn das Pendel so jetzt in die andere Richtung schlagen will, ne? Oder wie siehst du das? Genau, hatten wir in Deutschland, gibt es auch schon, gab es so ein Ja. LWL-Museum. Das läuft unter dem Stichwort sicherer Ort, Safe Space für People of Color. Und naja, also das Gegenargument ist halt immer die Bagatellisierung zu sagen, ja, was stört dich denn, wenn es da jetzt halt einen Ort gibt, wo du jetzt als Weiße halt nicht rein darfst. Ja, So schlimm. Und natürlich, wenn man es als Einzelfall sieht, kann man sagen, ja, also Absolut, die ja. Welt nicht runter. Aber das Prinzip, was dahinter steckt und wenn sich das weiter ausbreitet und immer mit der Grundannahme ist ja, dass wir müssen geschützt werden vor den Weißen, weil die haben ja den strukturellen Rassismus, haben die in sich drin. Und es kommt zur sogenannten Mikroaggression ständig, auch unbewusst, ständig kommt es zu Rassismus und Diskriminierung. Und diese Grundannahme einfach ist die, die ich halt für toxisch halte, für ungesund halte, weil sie auch nicht der Realität entspricht. Und weil sie ja ein total depressives Weltbild produziert letztlich und auch Kämpfe, also wenn man es weiterdenkt, ist es ja ein Kampf gegeneinander und eine Spaltung, ne? Ja, man fühlt sich ja auch schon selber so, ich merke das ja auch so als Content Creator, dass man will ja auch nichts falsch machen und weiß nicht, ich hatte mal ein Video gemacht über, ja, über, da geht's schon los, muss ich jetzt sagen, People of Color, Farbe, also man will ja auch nicht das Falsche, aber es ist so absurd, weil es immer eine neue Stufe gibt, ne? Dann ist der Begriff wieder nicht in Ordnung. Das scheint ja auch immer kein Ende zu geben, ne? Genau, das ist halt auch so ein Punkt. Also es ist, es gibt kein Ende irgendwie. Man ist halt immer weiter in diesem Kampfmodus, in diesem verändern wollen Modus drin. Man weiß nicht, wann es jemals gut damit. Und bei den Leuten, bei vielen Menschen ist es wirklich so, man hat eine Denk- und eine Sprachhemmung. Also man verinnerlicht eventuell auch irgendwie Schuldgefühle oder halt diese Annahme. Ja. Wenn man jetzt eben nicht zu einer Minderheitsgruppe gehört, dass man irgendwie das, was falsch sein kann mit einem. Und deswegen betrifft es letztlich alle, ne? Ja, denke ich auch, ja. So am Anfang deinem Buch oder ein bisschen mehr kurz nach dem Anfang, da fand ich ganz spannend, da geht es um das Thema Narzissmus, das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass man immer nicht wohnen verschiedene Teile von Deutschland, aber ich bin auch oft in Berlin Mitte. Da hat man so das Gefühl, wenn du hier cis bist, heterosexuell, weiß, ist es irgendwie uncool, ne? Also, dass man den Eindruck hat, ist mir auch schon oft aufgefallen, dass das so divers sein, dass das irgendwie hip ist, so, ne? Und auch irgendwie sein so ein Selbstwertsteigerung gibt. Kannst du noch mal erklären, wo du da so einen Zusammenhang siehst, so mit so narzisstischen Einstellungen oder Charakterzügen, sag ich mal? Ja, genau. Also einmal das, was du jetzt schon gesagt hast. Also Mhm. man hat oft den Eindruck, es geht vielleicht gar nicht mehr so um die Inhalte, sondern einfach um den Selbstaufwertungscharakter. Auch dahingehend, dass man eben sagen kann, ich gehöre jetzt zu den Modernen und zu den Woken und ich Ja. weiß es meist und ich mache jetzt eine Missionierungs- und Aufklärungsarbeit. Das ist ja nichts Neues. Das kannst du ja, da kannst du jeden Inhalt für nehmen und jedes Politikum sozusagen. Und das andere narzisstisch Auffällige ist natürlich auch die Fremdabwertung, die wir halt oft dabei haben. Also Ja. die starke aggressive Komponente auch bei jedem, der auch nur sachliche Kritik äußert oder eine andere Meinung hat, da von aktivistischer Seite, aber nicht nur von aktivistischer Seite, sondern auch in diesem Grundprinzip einfach von der Annahme, die anderen sind strukturell, die sind schlecht, die sind rassistisch und böse, ne? Also überspitzt gesagt. Das ist dieser Fremdabwertungs-Spaltungscharakter und das ist ja ein klassisch narzisstischer Mechanismus. Ja. Ja, das, genau, du hast in deinem Buch ja auch so Beispiele für
Tweets genannt, hier ein anonymer Twitter-User. Ich könnte mir vorstellen, einem Rassisten aus Bayern, der sich selbst besonders lustig findet, ein ganzes Rennrad tief in den Rachen zu stopfen, bis die Felgenbremsen aus seinem Anus herausbaumeln. Haha, alles nur Scherz. Woher kommt diese Aggressivität, ne? Diese Wut, ne? Das ist ja verrückt, ne? Ja, genau. Also man hat auch den Eindruck, dass es hat mit dem Thema vielleicht nicht mehr viel zu tun. Und wir haben natürlich auch Social Media, was das Ganze potenziert und auch im Tempo erhöht quasi. Aber es ist halt eine gute Möglichkeit, seine Aggression auszuleben in dieser Ideologie unter dem vermeintlich Guten. Also es ist unangreifbar fast, weil man kämpft ja für das Gute, ne? Ja, es ist wirklich. Also, was mir auch immer auffällt, ist, dass das ja auch, also es ist, alles ist divers, aber das Alter, das wird ja gern mal so abgelehnt mit okay, Boomer, ne? Die Boomer sind an allem, also die sind dann wieder die Bösen. Es gibt ja dann immer so komische Grenzen, wo dann die Diversität irgendwie aufhört. Das finde ich auch total seltsam, ne? Ist dir das auch schon aufgefallen irgendwie? Ja, also es gibt halt, es geht immer um Minderheitengruppen. Also es geht ja so weit, dass man auch zum Beispiel Pädophilie verharmlost. Ja, das ist Das wirklich ist auch so ein unglaublich, ja. Tabuthema, darf man eigentlich auch nicht drüber sprechen, aber ich mache es trotzdem, dass dieses Denken, aber das ist ja auch nicht neu, das haben wir, das hatten Grüne in den 80ern, war es, glaube ich, auch schon mal gefordert. Ja, Halt immer das Denken dahinter, wir müssen, alle Minderheitengruppen sind eigentlich Opfer. Also die Opfermentalität, Stichwort Narzissmus auch, Mhm. und sind eigentlich diskriminiert und denen müssen wir helfen. Und daran sieht man sozusagen, wie radikal sozusagen das Ausmaß ist, dass man also bestimmte Gruppen und ja, es sind halt eben Minderheitengruppen, die man dann da also hervorhebt und alle anderen eben ausschließt und sogar eben abwertet, also Boomer, ältere Menschen halt auch, weil in der Tendenz ist es natürlich so, dass diese Woke-Bewegung eigentlich eine junge Bewegung Ja. ist. Und das war immer schon so, dass sozusagen Veränderungsbewegungen natürlich eher bei jüngeren Leuten Klar. sind und im älteren, im höheren Alter ist man eher, möchte man eher das Bewahrte behalten, tendenziell so, ne? Ja. Ja, was ich ganz spannend fand, das hat wie tatsächlich noch gar nicht gehört, was ich in einem Buch gefunden habe, dass es ja Forschung darüber gibt, dass konservative Menschen glücklicher sind als Liberale. Ne? Das ist ja ein unglaubliches Ergebnis, ne? Wenn ich das jetzt mal so richtig kurz zusammenfasse. Ja, das ist so ein Forschungszweig aus den USA, den kannte ich vorher auch noch nicht. Aber überrascht hat es mich eigentlich nicht. Weil wir haben ja hinter dem grundsätzlich linken und auch woken Menschen- und Weltbild haben wir ja immer schon das Bedürfnis gehabt, die Welt grundlegend zu verändern oder bestimmte Strukturen zu überwinden und immer die Ja. Annahme, dass sozusagen die Sozialisation falsch ist. Und wenn man das halt in einem gewissen, also die Dosis macht das Gift, in einem gewissen Ausmaß eben lebt, dann entsteht dadurch nicht nur Unzufriedenheit, sondern das zieht, glaube ich, auch einfach unzufriedene Menschen an. Und konservative Menschen tendenziell eher haben weniger Veränderungsdrang und sagen, es ist schon irgendwie alles gut, so wie es ist. In der Tendenz her. Und das hängt damit zusammen, dass man eben ja, also mehr in sich ruht. So, da gibt es diese Forschungsergebnisse. Ja, also was ich auch ganz spannend fand, da ist ich auch schon viel drüber nachgedacht, dieses Thema, du nennst es Hypersensibilität, das muss man jetzt nicht unbedingt vermischen mit Hochsensibilität, aber dieses, da gibt es ja auch unzählige Reels und TikToks, irgendwie so Kinder aus den 80ern, Kinder aus den 90ern, also wo quasi immer die gleiche Botschaft ist. Früher war man noch so richtig abgehärtet und konnte auch mal was wegstecken und heute brauchen wir alle einen Safe Space und alle sind so super empfindlich. Liegt das vielleicht auch an so einer, wie soll ich mal sagen, so einer sehr wenig begrenzenden Erziehung oder wo siehst du da so die Gründe? Das ist ja wirklich super auffällig, ne? Ja, vor allen Dingen in bestimmten Milieus sozusagen, in tatsächlich vor allen Dingen eher privilegierten Milieus, Stichwort Helikoptereltern.
Ich glaube, da gibt es schon einfach diesen Trend, sozusagen das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und vor allen möglichen Gefahren beschützen zu wollen. Und das führt natürlich im individuellen Kind dazu, dass man da so ein Stück weit einfach verinnerlicht, zum ersten halt diesen grundsätzlichen Narzissmus nicht wirklich zu überwinden, also sich für den Nabel der Welt zu halten. Und in der Kombination damit sozusagen, die Welt ist irgendwie bedrohlich und ich muss mich schützen. Das kommt letztlich ja da, dann dazu, also zu diesen Kreisen, zu diesem identitären Kreisen um sich selbst, um die eigene Opferrolle und dem Verlangen vor jeglicher narzisstischer Kränkung geschützt zu werden. Und ich denke schon, dass das auch zu tun hat mit geänderten Erziehungspraktiken sozusagen, klar. Ja, ich finde halt in meinem Bereich immer so spannend, in so einem Bereich Dating-Psychologie und Beziehungspsychologie, dass du kannst ja diese ganzen Regeln aufstellen, aber das ändert ja nichts an den, sag ich mal, auch teilweise biologisch fundierten Dating-Strategien, die Menschen haben. Du kannst ja natürlich immer einreden, ich soll jetzt zum Beispiel die und die Männer toll finden, weil ja Attraktivität ist ja auch nur ein Konstrukt und was weiß ich. Es funktioniert noch nicht, ne? Man kann sich das immer einreden, aber es funktioniert einfach nicht. Ne? Ja, das ist das Zentrale. Also es funktioniert eben nicht, weil Menschen nicht so ticken, wie halt in diesen Theorien gezeichnet. Und weil es halt auch biologische Einflüsse gibt, weil es evolutionsbiologische Einflüsse gibt und weil dieser Wunsch sozusagen, die perfekt gerechte Welt zu schaffen, scheinbar mit der menschlichen Natur auch nicht kompatibel ist und auch so nicht erreichbar ist, weil es halt sowas gibt wie Egoismus und Konkurrenzdenken. Und das möchte man halt sozusagen halt auch immer eliminieren, aber es gelingt halt nicht, wie du schon sagst. Ja, ich fand so einen tollen Satz hier in deinem Buch. Die Abwertung des anderen kommt nicht nur subtil durch die Arroganz des scharfen Belehrens zum Ausdruck, sondern auch in scheinbar höflichen, vorgetragenen ad personam Seitenhieben aus beispielsweise die Kompetenz oder Intelligenz des anderen. Derartige Belehrungen gehören zur Woken-Ideologie wie der Karneval. So, hier muss ja nicht so. Ja, ich muss auch ein bisschen denken, ich war ja bei Unbubble neulich und also das ist Ich gesehen, ja. das ist wirklich so ein also die Sachen, die jetzt so Probleme von Männern auf Dating-Apps, die wurden ja da rausgeschnitten und gleichzeitig triffst du aber auch dann auf schon eine Auswahl von Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, besser gesagt, wo man schon denkt, das ist auch jetzt hier nicht ausgewogen besetzt hier das Ganze, ne? Mit, weiß ich nicht, vier, fünf Frauen, noch einem Transmann und ich glaube, ich der einzige Heteromann. Es ist verrückt, ne? Und man fühlt sich auch ständig schlecht, ne? Also dann, Ja. ja, das ist, das finde ich auch, ne? Das Aber das ist eben der Punkt. Und das finde ich ist ja auch unsere psychologische Aufgabe, obwohl die Psychologie auch ja. durchgebrochen ist. Ja. Aber dazu sagen sozusagen, aus psychologischer Sicht ist es einfach ungesund. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, hört auf, euch schuldig zu fühlen. Hört auf, eure vermeintlichen Privilegien zu hinterfragen. Eine gewisse Dosis an Rücksichtnahme natürlich und an Sensibilität im Umgang miteinander natürlich. Aber ich glaube, ich bin auch fest davon überzeugt, dass die allermeisten Menschen, außer eben Psychopathen oder krankhafte Narzissten, das Intus haben und nicht erst noch dazu, vor allen Dingen nicht in diesem Ausmaß noch erzogen werden müssen, weil es ist ja eine Erziehung. Es ist eine Erziehung mit diesen ganzen Regelungen, mit der Sprachhygiene, mit der Kulturhygiene und so weiter. Und da finde ich aus psychologischer Sicht zu sagen, ist jetzt mal gut und ihr braucht nicht immer so gehemmt sein und letztlich hilft es niemandem. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, eine Sache, die ich auch noch spannend fand, was ja auch das ist ein Begriff der Histrionie damit reingebracht noch. Also ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Zettel. Also mir Ja. fällt auch schon seit langem auf, dass so histrionische Menschen werden ja unfassbar gefeiert, ne? Weil die natürlich immer interessant, lustig. Was ist denn? Und ja, man könnte ja auch psychologisch sagen, die sind ja auch immer diese Veränderungen und noch was Neues, noch was Neues und wieder was umschmeißen. Was ist denn daran? Auch unter Umständen mal nicht gut, weil scheinbar denken wir ja immer, ist alles ganz toll und diese ganzen bunten Leute, alle 3 Monate neue Beziehungen. Was ist denn daran nicht gut psychologisch so?
Also man muss vorab zur Erklärung erstmal für psychologische Laien sagen, dass dieser histrionische Begriff in der Psychologie nicht einheitlich verwendet wird. Und ich habe mich ja im Buch auch sehr auf diesen Tiefenpsychologen Riemann bezogen, der einfach ein wahnsinnig gutes, millionenfach verkauftes Buch geschrieben hat, so über die Grundstruktur von Menschen und die Anteile, die wir in uns haben. Und ein Anteil ist dieser histrionische. Und er sagt, das ist sozusagen das Grundbedürfnis nach Veränderung. Das dahin, also das wir haben als Menschen. Und jeder hat das. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein Grundbedürfnis danach, nach Sicherheit und das nach verlässlichen Wiederkehrendem sozusagen. Das ist diese Ambivalenz, das steht gegenüber. Und wenn man jetzt das Histrionische, wenn das jetzt Übermaß nimmt, sowohl im Individuellen als auch auf gesellschaftlicher Ebene, kann man das ja übertragen. Dann geht es nur noch um Verändern, um des Veränderns willen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn man sozusagen sagt, alles, was wir haben, das Bestehende ist falsch, ist toxisch, ist falsch sozialisiert, dann wollen wir alles radikal verändern. Und das führt natürlich auch dazu, dass man Menschen das andere Bedürfnis, also das Bedürfnis nach Sicherheit, einfach raubt, sozusagen. Man nimmt es auch nicht ernst, man geht darüber hinweg. Man sagt beispielsweise, du hast das falsch verinnerlicht. Es gibt mehr als zwei Geschlechter. Wir werden geschlechtsneutral geboren, zum Beispiel. Es gibt eigentlich so Geschlecht aufgelöst werden. Und damit, das ist ja schon ein radikaler Veränderungswunsch. Allerdings. Und damit nimmt man ja Menschen auch sozusagen ihr Gewohntes und die Realität, die sie halt kennen, ne? Das ist sozusagen der eine Punkt am histrionischen Merkmal. Und der andere Punkt ist, was wir, glaube ich, alle kennen in der Psychologie, histrionisch, dass man es in Zusammenhang bringt oder sagt, das ist eigentlich so das Kindliche, haben wir ja gerade auch schon angeschnitten, dieser kindliche Wunsch sozusagen. Immer, also meine eigene Wahrnehmung auch von außen immer so gespiegelt zu bekommen, niemals irgendwie verletzt werden zu dürfen und irgendwie in so einem Paradies zu leben, wo alles kuschelig ist und gleichzeitig, wo ich im Zentrum der Aufmerksamkeit stehe und mich gar keinen Herausforderungen des Lebens mehr stellen muss. Auch so dieses Mantra dahinter, hinter der Wokeness auch. Ist ja manchmal auch in dieser neo-spirituellen Szene dieses, ja, versuch nur Spaß zu haben jeden Tag und immer lustig und alles ist, was, ich muss nichts ernst nehmen. Das ist ja auch, sehe ich da auch viel, ne? Das ist schon echt Ja, interessant. genau, und diese Reife, dieses Erwachsenwerden, wozu ja auch gehört, Verantwortung zu übernehmen und nicht immer nur in der Opferrolle zu verharren, das gerät ja auch aus dem Blick. Deswegen, das haben wir auch bei Narzissten, bei pathologischen Narzissten haben wir ja auch, dies ist ja dieses Thema, sozusagen, ich bin Opfer, die anderen sind schuld und ich übernehme keine Verantwortung. Das scheint irgendwie so ein gesellschaftlicher Trend Ja, zu sein. genau, wir hatten da ja auch Diskussionen da auf X. Ich habe auch so das Gefühl, dass gerade auch die Inhalte, die so, ob das jetzt Bücher sind, Social Media Kanäle in die Richtung gehen, du bist eigentlich an nichts schuld, du bist einfach nur Opfer geworden, die bösen Narzissten. Das boomt ja nach wie vor, ne? Das scheint, obwohl es einen eigentlich überhaupt nicht weiterbringt, ne? Also, ich denke mal, das ist eine ganz blöde Haltung, weil wenn du wirklich Opfer bist, dann könnte es ja jeden Tag wieder passieren. Aber scheinbar mögen das die Menschen, ne? Bloß keine Verantwortung übernehmen. Ne? Das ist auch was sehr Unreifes häufig, aber ich finde das auch schwierig. Ne? Man kann ja auch überhaupt keine Veränderung ansetzen, wenn man nicht sagt, ich habe da irgendwas mit zu tun, sei es auch nur durch die Wahlen, die ich treffe. Ne? Ja, und die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz sinkt ja dadurch. Also. Ja, definitiv. Ja, genau, ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, hast du so einen Backlash gekriegt? Bist du versucht worden zu canceln? Hast du negative Erfahrungen gemacht mit deinem Buch? Ja, klar. Also das war auch zu erwarten. Bisher hält es sich noch in Grenzen. Aber es ging ja damit los. Das Buch hat eine längere Vorgeschichte. Es kam erst ein Verlag auf mich zu und wollte das Buch machen und hat es dann, als es fertig war, ohne das gelesen zu haben,
schon gecancelt. Also gesagt, nee, wollen wir doch nicht mehr Oh Gott, veröffentlichen. wie schrecklich, ey. Was ist das furchtbar? Oh Gott. Okay. Da spielen natürlich immer viele, wie bei allem im Leben, es gibt nicht nur den einen Faktor. Aber ich habe da eine ganz, also ich habe da wirklich eine Angst gespürt von Beginn an. Also schon bevor der Vertrag unterschrieben war, von Beginn an eine Angst gespürt. Es ist ein evangelischer Verlag, muss man wissen. Kurze Zeit später kam dann auch dieser große evangelische Kirchentag mit Gott ist queer und so, wo man ganz klar auch die neue Ausrichtung Oh Gott, was der ist evangelischen Kirche sehen konnte, wo ich mir nur so gedacht habe, es könnte ein Zusammenhang bestehen, dass man da jetzt irgendwie sich auch modern präsentieren will und bloß nicht irgendwie so ein Vogue-kritisches Buch haben will, weiß ich aber nicht, kann ich auch nicht sicher sagen. Ich kann nur sagen, ich habe das wahrgenommen und ich kann sagen, es wurde gecancelt und ich habe dann monatelang, weil ich ja auch Arbeit investiert hatte und weil ich das Thema einfach relevant finde, habe ich dann darum gekämpft, dass das Buch doch veröffentlicht wird. Und letztlich ist es jetzt glücklicherweise dann doch ein anderer Verlag geworden. Ein Verlag, der Westend Verlag, der auch generell kritische Themen gerne veröffentlicht und sich da nicht irgendwie ängstlich zurückzieht, sag ich mal. Und ja, also eigentlich hätte das Buch schon vor einem Jahr da sein müssen. Naja, das ist das eine. Und klar, natürlich jetzt kommen schon, also ich bekomme aber auch nur einen Bruchteil davon mit, weil ich versuche das zu ignorieren. Das sollte man auch ignorieren, weil alles andere ist ungesund. Aber es gibt Fake-Bewertungen des Buches, das ist immer so, das passiert immer bei diesen. Und es gibt auch, dann gab es vereinzelt Menschen, die kommen dann direkt an und in ihre Cancel-Mentalität. Also zum Beispiel, man könnte dich ja bei der Psychotherapeutenkammer, wo ich ja gar nicht rein. Das Psychologin, egal. kann ich mir so vorstellen. Wegen den öffentlich getätigten Äußerungen könnte man ja die Psychotherapeutenkammer mal informieren oder der Berufsverband, der könnte ja auch ein Berufsverbot aussprechen. Das war ja, du hast ja Das ist vorhin ein den Wahnsinn. John Peterson aus Kanada, ist ja auch Psychologe, der ist ja mit dieser Vogue sehr, sehr bekannt Genau. geworden und bei ihm war das auch mal Thema mit dem Berufsverbot. Also vollkommen irre. Ich fühle mich dadurch nicht bedroht, weil ich weiß, dass es absurd ist und ich gehe fest davon aus, sowas wird in Deutschland sich vorerst zumindest nicht durchsetzen. Es gibt ja schon, also ich meine, es gibt auch hierzulande Cancel-Geschichten, aber nicht, Gott sei Dank nicht so exzessiv wie in den USA. Und man darf sich davon einfach nicht mehr einschüchtern lassen. Man muss da jetzt wirklich auch selbstbewusst dagegen treten. Sachlich, also mir ist auch wichtig, sachlich Wokeness zu kritisieren und nicht in einem Populismus zu verfallen, ganz klar. Mit guten Argumenten ist man immer eigentlich, und wenn man die Realität schildert, ist man immer auf der richtigen Seite, in Anführungsstrichen, des Lebens und nicht, wenn man sozusagen in einem ideologischen Filter sich verbiegt. So, und auch wenn das jetzt gerade noch unpopulär ist, ich denke, dass es wichtig ist, da sich selbst und den eigenen Überzeugungen treu zu bleiben. Auch wir als Psychologen, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber wir sind ja schon da eher, also wenn wir wo kritisch denken, sind wir, glaube ich, auch eher noch in der Minderheit in unserer Branche. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das auch, diese Versuche, einen zu canceln bei irgendwelchen Organisationen, die man ist. Also super unangenehm, weil die sind ja auch, ist ja noch gar nicht so lange, dass Psychologen so auf Social Media unterwegs sind und müssen sich, glaube ich, auch alle noch ein bisschen dran gewöhnen, was dann so an Cancel-Versuchen kommt. Ist aber schon echt gruselig, wenn man so das erste Mal das mitkriegt. Auch diese Haltung von den Leuten, die das machen, also ist ja, hat für mich sowas sehr Dunkles, aber gut, jeder agiert ja aus seinen eigenen Themen irgendwie und ja, und dieses, also im Verlag habe ich das zwar nicht erlebt, aber ich habe das auch mit teilweise mit Podcasts erlebt, als ich mein letztes Buch hier, Feuer und Flamme zur Polarität von meiner Frau, das gibt es ja auch nicht in der Woken-Ideologie, das sind wir ja alle Ja, gleich und genau. dass du dann 2 Stunden ein Interview machst, wo du dachtest, ich kenne den Typen ja eigentlich, das war eigentlich soll ich mal sagen, erstaunlich kritische Fragen so und dann kaum mach mal das Mikro aus und sagt er, ja, du hast vollkommen recht, aber das kann ich leider öffentlich nicht sagen und übrigens, wir können das alles nicht veröffentlichen, weil ich dachte, ey Leute, wollt ihr mich am Arsch lecken, ne, wirklich, was ist das denn, ne, für eine Nummer, ne, echt krass, ne, so.
Ja, echt krass, Das stimmt, wirklich. aber da bist du dann auch voll im Thema drin, weil das Thema Geschlecht ist jetzt sozusagen das große woke Thema. Und Ja. dieses, ich finde es auch besonders brisant, weil man sozusagen ja, also das Geschlecht auflösen will. Das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, das kannst du auch nachlesen bei Professoren von Gender Studies, die sagen das auch so. Also man darf sich auch nicht vormachen, es geht hier nicht nur irgendwie um Transmenschen oder so, sondern dieses Grundverständnis von männlich und weiblich, feministisch geprägt, wurde es immer schon als toxisch verstanden. Ja. Und das soll aufgelöst werden, sozusagen. Und die realen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die auch mit biologisch bedingt sind, werden einfach negiert. Und sollen generell einfach, soll es nicht mehr geben. Ja, also ich finde es auch gruselig. Das war ja auch bei dem Jordan Peterson, der hat ja eigentlich, ich meine, klar, der hat auch eine politische Meinung, weil der hat ganz häufig einfach nur Forschungsergebnisse zitiert, die eben wirklich es sind ja tausende Untersuchungen, es sind keine Riesenunterschiede, aber es gibt Unterschiede, aber das darf einfach, darf das Wahrheitsministerium nicht zulassen, dass das so ist, aber es widerspricht eigentlich der ganzen Forschung, aber ich denke auch, wir als Psychologen, Psychologinnen sind aufgefordert, da Position zu beziehen, ich weiß nicht, wer soll es sonst machen, ne? Also wir haben ja wenigstens auch so einen wissenschaftlichen Background irgendwie. Ja, wobei ich mich halt bemüht habe, also wirklich das Buch nicht zu intellektuell zu schreiben. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber so, dass es irgendwie gut verständlich ist, auch was dahinter so dass es einfach eine Aufklärung ist, dass fast jeder das einfach auch lesen kann und verstehen kann. Und dann kann man sich ja eine Meinung bilden, weil das Problem ist ja auch immer, diese ganzen woken Inhalte, die werden immer als Wahrheit runtergebetet. Also auch auf Homepages von NGOs, von regierungsfinanzierten Institutionen, das wird immer als so ist es. Also du hast falsch gelernt, es gibt mehr als zwei Geschlechter und, und. Es wird nicht gesagt, das ist eine Position, die steht zur Debatte, sondern es wird immer als das einzig Richtige gesagt. Und dann braucht es ja jetzt mal wirklich auch Gegenpositionen und Aufklärung darüber. Weil sonst breitet sich das immer weiter aus und man verinnerlicht dann irgendwie etwas, was auch ja zum Teil einfach auch nicht stimmt und ungesund ist. Ja, ich habe mich da damals bei diesem Ambabbel mit dem super netten Transmann unterhalten und er hat mir gesagt, also er wird auch, wie man heute so sagt, so asiatisch gelesener Typ, sage ich mal, dass er da überall eingeladen wird, weil er gleich so zwei Gruppen abdeckt. Und das ist also allein diese Denke schon so. Und ich glaube auch nicht, dass die Unternehmen wirklich denken, ja prima, wir machen jetzt was hier so für Diversität oder was weiß ich, sondern die nutzen es natürlich einfach nur für ihr Marketing irgendwie, ne? Oder müssen sich ein bisschen Whitewashing da zu betreiben. Und also ja, ich finde auch, man muss wieder auf einen Einzelfall gucken. Natürlich gibt es Diskriminierung vielleicht noch irgendwo. Man kann das ja auch dann sich angucken, aber da so einfach einen Stempel draufhauen, die sind so und die sind so, das ist ja, ist eigentlich das Gleiche, was man bemängelt, nur man da einfach die Seiten verdreht, ne? Weiß auch nicht, dass da manche. Für mich geht das so gegen den gesunden Menschenverstand, aber Ja, weiß auch nicht. genau. Das reibt dann richtig auf, finde ich. Das ist echt. Aber ich sehe Ja. das in deinen. Ich habe mir deine Twitter-Tweets mal durchgeguckt. Ich sehe auch die gleiche. Gleich das kann. Das ist doch so logisch. Aber es wird halt so irgendwie hingestellt als normal. Das ist jetzt so und man. Ja. Wenn man ein bisschen nachdenkt, ist es manchmal kaum zum Aushalten. Ne? Ja, also ich bin, das Thema ist schon, also auf Dauer könnte ich mich damit auch nicht befassen, weil das so Nee. irre ist. Wenn du da auch näher dann recherchierst und das immer wieder liest, aber dann habe ich auch zwischenzeitlich mal so einen Punkt gehabt, wo ich dachte, okay, geh einfach komplett ins Private zurück, guck nicht mehr, aber du kommst gar nicht mehr drum rum. Du musst nur in die ARD oder ZDF-Mediathek und da möchte ich auch gerne mal was schauen. Du kommst immer, also überall sind diese Identitätsmerkmale hervorgehoben und diese Themen, ne, dieses Denken auch nach, also diese Separierung von Menschen in Identitätsgruppen, ist einfach so stark präsent und diese Themen, du kommst eigentlich kaum noch dran Ja, das ist vorbei. ja, finde ich, so das total Verrückte, dass du willst es aufheben, aber gleichzeitig bestärkst du es ja, ne, diese ganze Trennung. Ne? Also du willst die Aufteilung aufheben, aber gleichzeitig teilst du die Menschen ja ein, ne?
In gut und schlecht, ne? Es ist verrückt, wirklich. Also, naja. Ja, krass. Ja, also ich denke auch, man sieht das genauso, man kommt gar nicht drum rum. Ich war letztes Jahr eigentlich ganz harmlos auf dem Theater, Harry Potter Theaterstück in Hamburg. Und das ist ja nun wirklich, meine gerade von der J.K. Rowling, völlig unverdächtiges, also was für Woke natürlich schon verdächtig, aber denk mal gar nicht, dass es da so einen Punkt gibt, aber dieser ganze Cast und diese ganze Darstellung, also das wurden wirklich, ich habe mal drauf geachtet, Männer wurden durchgängig dargestellt als völlig blöde, lebensunfähige, dumme Wesen, die ständig von Frauen irgendwie bemuttert werden müssen und zurechtgewiesen. Und das ist, ich dachte, das gibt's auch gar nicht. Und das sieht man gerade überall, ne? Das ist verrückt. Ich find's verrückt. Und auch sehr schädlich, gerade für junge Männer. Und das ist kein Wunder, dass die dann auch schon wieder in eine andere Richtung gehen und andere Gruppierungen bilden, die auch nicht so gut sind. Echt schwierig. Ja, sehe ich ganz genauso. Kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, Esther. Also, genau, ich sag nochmal, ich werde das auch nochmal einblenden hier. Esther Bockwitt, Vogue, Psychologie eines Kulturkampfs, überall zu kriegen, mit dem Verlag, der es jetzt gedruckt hat. Schaut es euch unbedingt mal an. Ich fand, das war super zu lesen. Und ja, vielen Dank, dass du bei mir warst, Esther. Ja, danke, gerne. Ich danke dir auch. Okay, tschüss. Oh.